Was kostet Zeit und Geld? Genau. Fehler. Die sind zwar nicht gänzlich vermeidbar, aber der Aufwand, sie zu beheben, der kann deutlich verringert werden. Und genau das ist das Ziel von Planradar, einer plattformunabhängigen Software-as-a-Service-Lösung für Aufnahme und auch das Management von Mängeln am Bau. Über den Browser oder auch über Apps wird dann auf Basis eines digitalen Grundrisses oder auch eines Architektenplans das Aufnehmen, das Nachverfolgen, aber auch die Kommunikation und das Management von Aufgaben am Bau bei Mängeln möglich. Die Software kann sogenannte Tickets verteilen. Das heißt, direkt im Bauplan werden dann Mängel und auch zu erledigende Aufgaben direkt verzeichnet, mit weiteren Informationen versehen und können direkt an die Verantwortlichen zugewiesen werden. Die Software bündelt auch zudem alle Informationen über Projektstatus, Baumängel und die entsprechende Bearbeitung davon. Die Daten können auch exportiert werden oder gefiltert werden, wenn man mal ganz bestimmte Informationen braucht. Letztlich handelt es sich hier also gar nicht mal um ein Dokumentations-, sondern eher um ein Projektmanagement-Tool. Vielleicht am ehesten vergleichbar mit Slack, einer entsprechenden Projektmanagement-Plattform, die in anderen Branchen schon sehr erfolgreich läuft. Das Unternehmen verspricht eine Zeitersparnis von 7 Stunden pro Nutzer. Wo jetzt diese Zahl genau herkommt, ist allerdings so ein bisschen unklar. Dafür berechnet das Unternehmen 29 Euro in der Basic-Version und 99 Euro in der Pro-Version pro Monat. Daneben gibt es dann noch maßgeschneiderte Enterprise-Lösungen. Bezahlt wird für die Nutzung einer Collaborative Software, die allerdings jetzt keine besonderen oder spektakulären Technologien nutzt. Solide, klassisch und sehr effizient. In seiner Geschäftsstrategie setzt das Unternehmen auf 2 Felder. Erstens den Ersatz von bisherigem Papierkram und auch von direkter Kommunikation. Da gibt es sicherlich noch einiges an Potenzial. Zweitens das Verdrängen von bisherigen Anbietern, die mit sehr fokussierten Detaillösungen auf dem Markt sind. Die sollen überflüssig werden, wenn ich jetzt als Bauherr oder Projektentwickler auch alles aus einer Hand bzw. über eine Oberfläche abwickeln kann. Das ist durchaus ein Erfolgsprinzip von digitalen Geschäftsmodellen, wie wir es vor allen Dingen aus dem B2C-Bereich kennen. Ob es auch hier im B2B klappt? Ein Check ist es auf alle Fälle wert.